Nutzen Sie Ihr geistiges Potenzial. Werden Sie endlich der Mensch, der Sie sein könnten, mit Mental Force. Setzen Sie auf Ihre Stärken. Befreien Sie das geistige Potenzial, das in Ihnen schlummert. Konzentrieren Sie sich darauf, wenn es Ihnen an Motivation fehlt. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich bin Wolfgang Rademacher und möchte Sie heute auffordern, Ihr geistiges Potenzial viel effektiver für sich einzusetzen. Woher nehmen Sie nur diese immense mentale Kraft her? Bei den enormen Schwierigkeiten, die Sie zu bewältigen haben? Das fragen mich meine Leser immer wieder, wenn ich mit Ihnen spreche oder telefoniere. Meine Antwort? RGE. Die richtige geistige Einstellung. Diese richtige geistige Einstellung hat mich sicher durch so manches Tal der Tränen geführt. Sie hat mir geholfen, an meinen Zielen konsequent festzuhalten, auch wenn mir die Stürme des Lebens heftig ins Gesicht pfiffen. Sie ist meine ganz persönliche Vorsehung, die mich davor schützt, von den zahlreichen Tretminen des Schicksals zerrissen zu werden. Die Erfolgsformel RGE ist im Grunde genommen kein Geheimnis. Trotzdem wenden die meisten Menschen sie nicht an. Dabei ist es allein unsere geistige Beweglichkeit, die uns Menschen befähigt, alle Herausforderungen des Lebens mit heiler Haut zu überstehen. Dessen war ich mir anfangs natürlich noch nicht bewusst. Doch in der Zwischenzeit weiß ich ganz genau, welche universellen Gesetze und Kräfte eingesetzt werden müssen, um jedes Problem aus der Welt schaffen zu können. Nun wollen Sie bestimmt wissen, wie auch Sie diese Gesetze und Kräfte erfolgreich für sich selbst nutzen können. Das dachte ich mir und habe deshalb das Buch Mental Force für Sie geschrieben. Schon nach den ersten Seiten werden Sie feststellen, wie schnell Sie Ihre geistigen Stärken und Kräfte zu Ihrem Vorteil einsetzen können. Sie werden jene Mentalkraftgeheimnisse kennenlernen, deren Erfolgsmanager, Spitzensportler, Top-Psychologen und andere herausragende Persönlichkeiten ihre Spitzenposition verdanken und dadurch ihre eigene Lebensqualität und Arbeitsleistung erheblich steigern können. Sie werden die Energie und die Kraft wecken, die bereits in ihnen steckt, und so Ziele erreichen, von denen sie bisher nur zu träumen gewagt haben. Sie werden ihre eigenen Denkweisen, Eigenschaften und Verhaltensweisen besser erkennen, um sie dann positiv verändern zu können. Sie werden gelassener mit den täglichen Problemen umgehen und auch in schwierigen Situationen souverän reagieren. Sie werden sich weniger Sorgen und Ängste machen. Sie werden ihr Selbstvertrauen wachsen lassen und sich bei Konflikten nicht mehr so leicht aus der Ruhe bringen lassen. Sie werden spüren, wie sie Tag für Tag noch gelassener und fröhlicher werden. Sie werden verblüfft sein, wie gut sie sich wieder bei ihrer Arbeit konzentrieren können und wie kreativ und sicher Sie Entscheidungen treffen. Freuen Sie sich doch einfach auf mehr Lebensqualität und bedeutend weniger Stress. Mit dem Spezialwissen aus Mental Force treten all Ihre verborgenen Stärken voll zutage. Endlich können Sie die gesamte Bandbreite Ihrer verborgenen Talente und Qualitäten entdecken und für sich nutzen, auf ganz einfache Art und Weise. Wenn Sie sich dann mal schwach und unmotiviert fühlen, können Sie auf den Menschen bauen, auf den immer Verlass ist. Auf sich selbst. Sie werden sich mehr zutrauen. Sie werden mit mehr Elan an Ihre täglichen Herausforderungen herangehen. Und Sie werden genau das tun. Dabei spielt es keine Rolle, wie schwer und unangenehm die zu bewältigen anstehenden Aufgaben sind. Oder wo Sie im heutigen Leben tatsächlich stehen. Nutzen Sie Ihre geistigen Kräfte so effizient, wie ich meine nutze. Sie werden begeistert sein von dem, was Sie auf einmal alles erreichen können. Kurzum, Sie werden sich ab sofort von keinem Selbstzweifel mehr ausbremsen lassen. Weitere kostenlose Informationen finden Sie auf der Erfolgs Online. Herzlichst, Ihr Wolfgang Rademacher. Und denken Sie daran, niemals aufgeben, selbst wenn die Situation noch so schwierig ist. Ach,
Die Welt ist so geräumig und der Kopf ist so beschränkt, erzählte schon der deutsche Dichter Wilhelm Busch. Bleiben Sie stark!